wer im Jahresablauf immer Feste arbeitet, der darf nicht nur, nein, er muss auch mal Feste feiern. Und zu den schönsten Festen des Jahres gehört nun mal das Schützenfest. Das ist in Barnsdorf nicht anders wie überall auf dem Lande, wo alljährlich der neue Schützenkönig ermittelt wird. Hier die noch amtierende Majestät Bokelmann. Da stehen sie aufgereiht, die Pioniere zunächst und dann innerhalb der Schützenkette die Adjutanten. Bokelmann, Betenkamp, Keunicke vom Jugendzug, Eckerking, Weimann, Oskar Peter, Koldewey, Waldemar Sommer, Hermann Kessler, Hermann Möller und Theile. Heunicke wird der Schlüssel zur neuen Schießhalle überreicht, denn nun Pioniere und Schützen wohldiszipliniert erstmals ihren Einzug halten. Der erste Schuss gebührt natürlich seiner Majestät Bokelmann. Der erste Schluck Zielwasser hingegen wird von Schumacher Drentwede konsumiert, damit er das Barnsdorfer Wappen mit gebührendem Stolz präsentiere, worauf es sodann sorgfältig in die Eingangsgirlande montiert und mit ihr aufgerichtet inmitten jungen Maiengrüns alle Festteilnehmer grüßet. Am 20. Mai 1953 wird das allgemeine Wecken durch die Kapelle Reuter besorgt, deren Zylinder heute einmal nicht von einem traurigen, sondern vielmehr von einem freudigen Ereignis künden, dem die Barnsdorfer mit Lust und Spannung entgegensehen. Das ist Robert Heusing, 2 Jahre jung. Mit seiner Oma. Hier Annegret Betenkamp mit Eltern und Albert Rustmann. Ob Oma Reuter wohl bereits stolz den Klängen der Musik ihres Sohnes lauscht? Ankunft am Haus der Majestäten Bokelmann. Es versteht sich, dass die Hofetikette gebietet, den amtierenden Schützenkönig abzuholen. Alle leihen zunächst der Musik ihr williges Ohr. Auch Ursa Kessler und Udo Tepe. Da haben wir ja auch Goy Reuter, wie die Barnsdorfer Gottfried Meyer zu nennen belieben. Na klar, dass ein Schützenkönig auch mal die Werbetrommel rührt. Und hier sieht man mal wieder, wie die Zeit vergeht. Die Kinder dieser jungen Damen und Herren werden die Schule sicher auch bald hinter sich haben. Jungfer Meyer im Dienste seiner Majestät Bokelmann sorgt nicht nur für glänzende Schuhe, sondern ebenso für die blitzenden Orden und Medaillen ihres Fürsten.
Seine Majestät Heinrich, der Erste, bei der Toilette für seinen letzten großen Auftritt. Der für 1953 hochmoderne Haarschnitt lässt auf königlichen Weitblick schließen. Jungfer Meier assistiert dem Herrscher und schmückt ihn zum letzten Mal mit den Insignien seiner Macht und Würde. Auch Ihre Majestät legt letzte Hand an für den bevorstehenden Thronwechsel. Die Jungschützen repräsentieren ihre heute bereits meist eingemeindeten Vereine. Währenddessen die jungen Barnsdorfer Damen in flotter Manier einen extra für sie geschmückten Wagen erklettern. Hoppla, ein kleiner Fehltritt, der, wie wir hoffen, der einzige ihres Lebens bleibt. Mit 2 PS gedenken auch die alten Schützen dem Ziele zuzustreben. Prachtvolle Feldzeichen und Fahnen sind mit Fug und Recht der ganze Stolz aller auswärtigen Schützenvereine, die sich zum Abmarsch bereit in eindrucksvoller Phalanx hier eingefunden haben. Der Marsch durch Barnsdorf, jetzt gerade auf der Osnabrücker Straße, am Hefgens Haus vorbei, konnte natürlich nicht in ganzer Länge auf dem Film verewigt werden. Denn was ist die erste Tugend einer jeden Gemeindeverwaltung? Richtig, die Sparsamkeit. Das werden alle verstehen, die sich im Bild nicht wiederfinden. Ein Blick vom Balkon des heutigen Kinos Langhorst auf die lange Straße lässt vorn rechts die Drogerie Bokelmann und weiter entfernt hinter den Linden Bargelos Gasthof vermuten. Heute residieren hier Werner und Hannelore Meier. Es versteht sich, dass die Barnsdorfer Bevölkerung, soweit sie nicht selbst ohnehin aktiv beteiligt war, den regsten Anteil an diesem festlichen Ereignis nahm. Majestätenwagen auf dem Weg zur Inthronisation. Den Festzug beschließt die Jugend und unter ihr so mancher künftige Schützenkönig. Vom Krönungshügel aus begrüßt Ludwig Bethenkamp als Bürgermeister die Schützen und die Gäste. Freundliche Worte der Erwiderung lässt sich Oberkreisdirektor Dr. Bruno nicht nehmen. Unter den vielen Zuhörern Opa Kuhlmann, Wachendorf, Koldeweiß Fidi und wer nennt die ganzen Namen? Zur Erinnerung an diesen großen Tag werden die auswärtigen Fahnen mit Bändern und Wimpeln geschmückt. Dieser ehrenvollen Aufgabe unterziehen sich die Barnsdorfer Damen mit freudiger Anteilnahme und bewunderungswürdigem Geschick. Unter ihnen Liesel Henke, Margret Oldefendt, Schulzens Carla, die Tochter des damaligen Sheriffs Hermann Schulz, Ursel Kleine und Liesel Werner. Kleine Geschenke für die auswärtigen Gäste sollen die Freundschaft nicht nur erhalten, sondern möglichst vertiefen. Dann geht's mit klingendem Spiel zur Markt, womit das Schützenfest eröffnet ist. Thank you.
Das Kinderfest ist Tummelplatz der Jugend, die bei Spaß, Spiel und Vergnügen in ihrem eigentlichen Element ist. Weit über die Grenzen Barnsdorfs hinaus, als Schauspieler plattdeutscher Stücke, hat sich Hermann Brakemeyer verdient gemacht. Hagebeck und andere Brauereien hatten sich über mangelnden Bierumsatz gewiss nicht zu beklagen. Diese jungen Herren, damals daran noch nicht beteiligt und gewöhnt, haben inzwischen sicher nachgeholt. Für den Bürgermeister das Schützenfest Anlass war, für die nächste Wahl um gut Wetter zu bitten? Wer weiß. Die auswärtigen Gäste mögen gestaunt haben, was den Barnsdorfern auf die Beine zu stellen eindrucksvoll gelungen war. Alles dreht sich um diese drei Zahlen, den 24., den 25. und den 26. Mai. Um die drei tollen Tage von Barnsdorf. Am 26. endlich beginnt es, das große Schießen. Die Jungschützen visieren sorgfältig. Und wen mögen sie wohl aufs Korn genommen haben? Man glaubt es nicht. Die Witwe Bolte, der bleibt auch nichts erspart. Über jeden Schuss wird akkurat Buch geführt. Und was das Trinken anbelangt, hier wird noch mit Sinalko geübt, was dieser junge Mann heute längst mit Bier erprobt. Und für den Sieger im Radrennen durch den Bürgerpark, was könnte ihm besser frommen als ein schäumendes, zischendes Bier für seine trockene Kehle? Rudi Schwieger beim Schießen gibt sich gelassen, was unter den kritischen Augen Willi Koenigkes für Gustav Oldefendt und Bessels Otto ebenso von Vorteil ist. Wie für Jan Arlich, dem Rektor der damaligen Volksschule. Nicht immer hatte er Anlass, so freundlich zu sein. An wem mag das gelegen haben? Für die korrekte Buchführung zeichnet Meyers Hand verantwortlich. Nachmittag 14 Uhr vor dem Textilhaus Kattau-Eckerking. Kapelle Reuter wieder in voller Aktion. Zum letzten Mal wird nun der Schützenkönig abgeholt. Groß und klein ist wieder Zeuge beim Abmarsch zum Schützenplatz.
Der Korn- und Zigarettennachschub ist bei Herrn Schnittger in besten Händen. Adjutant Rustmann öffnet den Schlag für seine Majestät nebst Gefolge. Preise für die siegreichen Schützen werden von Schlüters Willi und Koeniges Willi den erfreuten Gewinnern überreicht. Weimanns Willi bei der Proklamation des neuen Schützenkönigs, der jung und alt gespannt lauschen. Nach einem dreifachen Hoch auf die neue Majestät muss Heinrich Bokelmann den königlichen Schmuck ablegen, damit sie den neuen König ziere. Seine Angetraute wird zur Königin gekrönt. Hinterehepaar Teltförster Erich Gröne. Auch Wechsel bei den Jungschützen. Wolfgang Steinbach mit seiner Schwester Karin. Eine Armbanduhr für ihn, eine Kette für die Schwester. Und schon damals fragt man sich, wer soll das bezahlen? Drei tolle Tage gingen zu Ende. Freude für Jung und Alt. Auch Hans Krapengeter trainiert schon wieder fleißig fürs nächste Schützenfest. Oldefans Heini gibt zum Ausklang nicht nur Zeugnis für seine eigene Stimmungslage, sondern für das Gefühl der allgemeinen Glückseligkeit nach einem Schützenfest. Erinnern Sie sich noch? War 1953 nicht eine schöne Zeit? Dies war der Versuch, nach 26 Jahren den rechten Ton zu finden für diese filmische Erinnerung. Musik